Von den Nachrichten N24 und den anderen Nachrichten DPA und der Presse haben wir gerade erfahren. 18. Heute 6.2016 um 21.20 Uhr, dass Recep Tayyip Erdogan bereit ist, die Todesstrafe wieder einzuführen. Daraufhin geben wir eine gesamte Reisewarnung für alle Urlauber in der Türkei zum jetzigen Punkt aus. Nach Live-Ticker-Informationen, die von der öffentlichen Presse gestellt werden und die wir auch vehement kontrollieren von jeder Nachrichtenagentur, die schreibt, haben wir erfahren, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist trotz aller Mahnungen aus Europa bereit, die Todesstrafe wieder einzuführen. Voraussetzung sei ein verfassungsändernder Beschluss. So Recep Tayyip Erdogan in einem Live-Interview bei CNN. Wir sprechen hier wirklich eine Warnung, eine Reisewarnung aus für alle Urlauber. Auf neutraler Ebene können wir uns das nicht weiter anschauen. Wir beobachten die Lage weiterhin und sehen mit Erstaunen fest, zu was der Präsident Recep Tayyip Erdogan wirklich bereit ist. Also noch einmal, für alle deutschen Urlauber und für alle anderen Urlauber, die in der Türkei sind, es ist jetzt eine Reisewarnung ausgesprochen, von meiner Seite aus, Stellungnahme. Denn so wie es jetzt zur Zeit ist, wie wir es sehen in den Nachrichten und wie sich Angelika Merkel dagegen ausgesprochen hat, gegen Recep Tayyip Erdogan die Todesstrafe wieder einzuführen, dass es dann überhaupt keinen Grund mehr gäbe, Tayyip Erdogan in die Europäische Union einzubinden, in ein Oder Koalitionsgespräch mit anderen EU-Staaten zu kommen. Es ist hier gerade wirklich ein sehr extreme, sehr heiße Prozessphase, eben auch nachdem der Putschversuch misslungen ist, der eben nicht von unserer Seite kommt und auch nicht von anderen Seiten, weil eben bestätigt worden ist, dass es in der Türkei einen Militärputsch von einem hochrangigen Militäroffizier gab, der mittlerweile auch festgenommen worden ist. Und wie gesagt, wir geben hier nochmal die aktuelle Reisewarnung für auch die Urlaubsorte Urlaubsorte in der Türkei heraus, denn es stellt sich jetzt fest, dass die Todesstrafe wieder eingeführt werden wird. Wir wissen noch nicht, wie schnell sie durchgesetzt wird, wie schnell der Beschluss, der verfassungsmäßige Beschluss, dann vorangegangen ist, aber wir werden dranbleiben und wir warnen Sie, liebe Urlauber, auch in der Türkei, zu äußerster Vorsichtsmaßnahmen. Sie können auch noch aktuell umbuchen, es ist auch noch möglich. Sie können Ihr Reisezentrum anrufen und umbuchen. Wir warnen Sie wirklich ausdrücklich, auch in den Urlaubsregionen und in den Städten in Ankara und in anderen Städten, wirklich eine Reisewarnung für die ganze Türkei, was sich der Zustand rapide geändert hat. Und zwar das im Laufe weniger Stunden. Danke und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.